Ja, herzlich willkommen hier vor der Elisabethmühle. Mein Name ist Fritz Laubichler. Wir begeben uns jetzt gemeinsam auf einen kleinen Spaziergang auf den verborgenen Spuren des Deutschen Ordens. Elisabethmühle gehörte von 1234 bis 1809 ununterbrochen dem Deutschen Orden. Wir haben hier eine verborgene Spur, einen sogenannten wilden Mann. Links das Wappen des Deutschen Ordens, rechts sehen wir das Wappen von Wolfgang Schutzbar, genannt Milching. Der Deutsche Orden wurde 1190 im Heiligen Land gegründet, zunächst als Hospitalorden, später umgewandelt in einen Ritterorden. Der Deutsche Orden hatte auch im Heiligen Römischen Reich, insbesondere in Deutschland, Besitzungen. Eine ganz wichtige Besitzung, eine sogenannte Kommende, gab es hier in Marburg. So, wir stehen hier vor den sogenannten fünf Tugendallegorien. Die wurden von Hugo Damian von Schönborn 1718 in Auftrag gegeben und ab 1720 bis 1754 standen sie im Lustgarten des Deutschen Ordens, im heutigen Alten Botanischen Garten. Alle fünf Sandsteinstatuen sind geschmückt mit dem Wappen von Hugo Damian von Schönborn. Wir stehen vor dem Portal des sogenannten Backhauses. Ein bisschen rätselhaft ist ganz oben über den beiden Wappen die Inschrift. Indisch-arabische Ziffern bezeichnen das Entstehungsdatum dieses Bauwerks, 1515. Wir werfen jetzt einen Blick hoch zu den beiden Türmen der Elisabethkirche über dem Glockengeschoss. Da erkennen wir eine Sandsteinstatue und das könnte Konrad von Thüringen sein. Hochmeister des Deutschen Ordens. Wir stehen jetzt vor der Chorruine des ehemaligen Elisabeth-Hospitals. Das mittelalterliche Hospital ist barock umgebaut worden von Hugo Damian von Schönborn. Ursprünglich befand sich über dem Portal ein Wappenstein aus dem Jahre 1744 und interessanterweise stammt dieser Wappenstein nicht von Hugo Damian von Schönborn. Grund dafür sind Streitigkeiten über Finanzen und Bauverzug. Und der Hohen Deutschmeister Clemens August von Köln hat einfach entschieden, dass sein Wappen hier angebracht wird. Damit sind wir am Ende unseres kleinen Spaziergangs angelangt. Tschüss, bis bald in Marburg.